Wichtig ist, dass der Knall jetzt nicht die ganze Festung aufwiegt. Dafür haben wir den Silenzium. Ja, ich weiß, das wäre, ja. Ich würfel einfach mal den Schaden. Das sind 21 ins Auge. Heißt Wunschwelle minus 2. Ist aber wegen dem Bolz sowieso. Warte mal, ich kann ja vorziehen, ne? Du bist auf der 19, ich bin auf der 21. Ja, klar kannst du vorziehen und du hast es ja auch. Du hast ja gehandelt, oder nicht? Ja. Wegen dem Silenzium gebe ich dir die eine Kampfrunde. 21, ich muss gerade gucken, was er für eine Konstitution hat. 23. Konstitution 23, das ist eine Wunde. Aber ins Auge, ne? Macht das nicht eine automatische Wunde mit extra? Richtig, das zählt wie ein gezielter Stich, sofern es eine Runde verursacht. Macht es eine zweite automatisch. Dann macht sie zwei, das sind zwei Wunden am Kopf. Was macht zwei Wunden am Kopf? Ja, 2W6 Bonusschaden und 2W6 Initiativeverlust. Okay, das ist natürlich wichtig. So, 6 nehmen wir einfach mal als Bonusschaden, weil ich das als erstes gesagt habe. Ja. Und 7 Initiativeverlust. 21 sind 14. Er bekommt noch Minus auf Klugheit, Intuition und so, aber das ist irrelevant. Bonusschaden gibt es nicht. Ab der zweiten Wunde auf Kopf 2W6. Hm. Welcher Tabelle bist du? Weil meine sagt dritte Wunde 2W6. WDS 107. Was er aber kriegt, ist die minus 2W6 Ini zweimal und er verliert noch 2 Punkte Ini-Basis, das ist zusätzlich. Okay, so war das. Okay, außerdem verliert er 2 Punkte Klugheit zweimal, also 4 Punkte. Ich weiß nicht, ob ihn das unter 0 drückt, vermutlich nicht. Die dann Klugheit sind's von ihm wurde mal 11. Bam, 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 bam. Gondrix Leibwächter. 11. Ja, okay. Also nicht unter 0. Ja, dann bekommt er keine 6 als Bonusschaden, sondern verliert einfach 13 Initiative an einem Punkt und dann noch plus 2 pro Wunde, ne? Richtig, nochmal 4 extra. Also er verliert insgesamt 17. Also, hat er 21. Er verliert 4W6 Ini plus 4. Achso, aber ich dachte, du hast ihn schon runtergestellt auf 8. 13 plus 4 sind 17, das heißt, er ist auf der 4. Kann ich mir umwandeln? Hey! Wenn ihn jetzt noch einer blitzen könnte. 21 minus 7 sind 14, minus 6 sind 8. Und also dann minus, was? Minus 7 und dann minus 10. Pro Wunde bekommst du 2W6 am Kopf. Das heißt, erste Wunde und zweite sind 4W6. Okay, und dann pro Wunde nochmal minus 2. Dann ist auch 4. Genau. Dann hat er aber immer noch zwei Aktionen. Eine Aktion. Er hat beide Aktionen und kann sie beide benutzen, zwei er darf Aktionen. Noch nicht mehr umwandeln. Richtig, nachdem richtig. Ich geschossen habe, hat er beide Aktionen, ja. Er macht einen aber, Sturmangriff. Aber, ich kann sagen, jetzt kann er auf jeden Fall mal vorziehen und gegenstürmen. Sturmangriff auf der 4. Also ich bin ja vor ihm dran. Ja. Gegensturmangriff, komm, gib ihm! Ich hab, glaube ich, nicht mal Sturmangriff. Warte mal. Sturmangriff kannst du immer machen, nimmst noch doppelte Erspannung. Als ob du keinen Sturmangriff hast. Du kostet 50 AP. Ich hab Sturmangriff. Komm, ich stürm dagegen, gucken wir mal, was passiert. Gegen, komm, der hat eine Parade von 2 oder so. Bin ganz ehrlich, ich glaube, das erste Mal, dass ich einen Charakter Sturmangriff einsetze. Aber ich hüpfe einfach mal eine Attacke und dann könnt ihr mir bestimmt sagen, was passiert. Ich klettere auch mal hoch. Mhm. Das Problem ist, er hat einen Sturmangriff angesagt, das heißt, ich kann ihn nicht mehr abbrechen, umwandeln geht nicht. Cool, das ist ein Treffer. So, du machst deinen Schaden plus 4 plus deine halbe Geschwindigkeit, was bei dir 9. Wie hast du seine Gewandtheit? Meine Gewandtheit ist 15 und ich krieg plus GS, weil ich größer bin. Was bei dir also 9 minus deine Behinderung wären? 9 minus meine Behinderung. Meine Behinderung ist 1. Also dein Schaden plus 8 dann. Gib ihm. Mein Schaden plus 8. Achso, und das sind 28. 28. Das ins rechte Bein. Nochmal zwei Wunden. Das hat schon mehr als einen auf die Bretter gelegt. Aber der Junge hat 100 noch was LEP, oder? Nee, hat er nicht. Also ist ein Schwarzoger, diesen kleiner. Das ist ein Schwarzoger. Der hat noch ist er nicht tot, aber er hat zwei Wunden im Kopf und zwei Wunden im Bein. Und ich würfel jetzt tatsächlich auch nochmal eine Selbstbeherrschungsprobe. Ja, geht zwei Selbstbeherrschungsprobe. Ja, mit jedem anderen Ergebnis hätte er das geschafft, aber so? Ja. Ich weiß nicht, ob mit jedem anderen, weil er hat ja Punkte verloren. Ja, beschreibt, was ihr mit dem macht. Jo, dir mal das Fang an. Ich glaube, du hast das hier gerissen.
Diamantis hängt sich über den Rand, lässt seinen drei Beinen auf den Boden gleiten und nimmt mit dem Schwarzoger Augenkontakt auf, der ihn im selben Augenblick gesehen hat, beißt die Zähne zusammen auf Zigarre und nimmt sich die Augenblicke zu zielen, während der Schwarzoger mit seiner mächtigen Keule einen Schädel in seine Richtung wirft. Dieser zerplatzt kurz auf dem Boden gegen seine Rüstung, macht nicht besonders viel Schaden, außer einen kleinen Splitter zuzufügen. Und dann ist es an Diamantes Zeit zu grinsen und auf den Abzug seiner Abalone zu drücken. Und wie er es sich vorgestellt hat, saust der Pfeil durch die Luft und trifft dem Schwarzoger im rechten Auge und nimmt ihn damit 50% seines Sichtbereiches. Welcher darauf wütend wird und im baschen Wahn auf Diamantis zustürmt. Dort kann aber dann Rafim intervenieren. Bitte. Ja, ich stürme natürlich nach vorne. Ich habe mich schon die ganze Reise gefreut auf diesen Kampf. Es ist ein einziger guter Treffer am rechten Bein und der Oger fällt einfach zur Seite. Und ich schaue ein bisschen enttäuscht in Richtung meiner Kameraden und in Richtung des Ogers. Sulamin zuckt die Achseln in der stille Bubble. So, war's das? Eventuio hockt noch in Deckung und schaut hinauf. Was das? Ich ramme meinen Beil aus dem Oger in den Kopf und sehe dabei sehr traurig aus. Trete mal an das Loch und helfe Serpentilio hochzuklettern. Ja, danke sehr. Ich möchte Diamantis auf Attack sagen. Du hast das ganze Ding hier versaut. Ich habe auch mehr erwartet. Ich hatte mich so gefreut. Es ist noch nicht vorbei. Wir müssen mehr von denen sein. Du merkst, wie Diamantis dir eine obszöne Gene entgegenwirft. Nee, Rafim, Diamantis eine obszöne Gene entgegenwirft. Ich möchte versuchen, meinen Bären da rauszuhieven oder mit meinen Bären da raus zu helfen. Bekommen ja, wir das gut, hin? Die kann gut klettern. Sie ist schon nur 2 Meter. Stellt sich auf die Hinterbeine, zieht sich mit den Vorderbeinen hoch und ja, so könnt ihr dann gemeinsam aus diesem Loch herausklettern. Und putzt euch den Staub und auch die restlichen Unmetallflirrungen von irgendwelchen ja, Gesteinstäuben ab und könnt euch dann umsehen. Wie gesagt, das hier war der Ausgang. Sicherlich dann das Ding, wo der Andergaster sich rausquetschen konnte durch den kleinen, feinen Spalt. Vielleicht hat es nur deswegen, weil er keine Gliedmaße hat, es geschafft, sich da durchzupressen oder so. Oder er hat sie dabei verloren, ihr wisst es nicht genau. Aber alleine der erste Raum, den ihr euch hier seht und auch das, was Rafim gesehen hat, dass der Schwarzoger noch am Leben war, dass man hier so eine Art Sport betreibt, vielleicht immer ähnlich mit menschlichen Schädeln, die dann mit seinem Streitkolben durch diesen Raum katapultiert werden und dann zerbrechen. Das ist einfach unmenschlich, wie hier vorgegangen worden ist. Aber es sind ja auch keine Menschen, die dann hier die Bewacher spielen. Zumindest soll es hier wohl auch noch Piraten geben, aber zumindest Gondriks Schwarzoger sind wohl hier vorherrschend und üben hier mächtig Druck aus. Ihr könnt zu eurer Rechten noch erkennen, einen Lagerraum oder so etwas, wo aber auch niemand gerade eingesperrt ist. Nur viele weitere Skelette, die da entleibt worden sind. Noch ein großes Schlachtermesser, mit dem man wohl die Haut abgezogen hat, um dann die restlichen Sachen dann zu verwerten, also zu essen. Und das könnt ihr dann auch an dem Gürtel des Schwarzogers erkennen, da wohl einige Knochen herumbaumeln oder Hautstückchen, die dann getrocknet worden sind, damit man sie sich später reinschieben kann. Und auch sein fetter Wanst zeugt davon, dass man ja wohl nicht wenig zu essen hatte. Ich schnupper mal an den, in der Nähe von dem Schwarzoger. Riecht der, stinkt der so wie deine Verwandten aus dem Festland? Nicht so talgig, nicht so nach Waffenfett, möchtest du meinen. Er stinkt mehr nach Blut. Ein interessantes Studienobjekt. Leider haben wir keine Zeit, um ihn genauer zu untersuchen.
Ja, du merkst, wie Rafim auf deinen Mund zeigt, der dann auf Attack sagt, wir hören dich nicht. Ja, ich lasse meinen Zauber fallen. So ist es, glaube ich, besser für alle. Naja, das ist jetzt deine Interpretation. Poltergeist hätte davon selbst dran gedacht. Ja. Und nicht aus der Gefahr raus. Aber da drüben scheint es weiter zu gehen. Treppe hinauf. In der Mitte der Anlage soll sich der Wachraum befinden. Wir müssten jetzt im Süden sein und wir versuchen es zuerst auf der Ostseite. Aber wahrscheinlich werden wir an diesem Wachraum vorbeikommen. Trägt der Schwarzoger irgendwelche Schlüssel oder ähnliches bei sich? Ja, am Gürtel, ein Schlüsselbund. Ha, wunderbar. Hat er sonst noch irgendwas, was ich für nützlich finde oder nur menschliches Fleisch und Schädel? Also, ja, genau, menschliches Fleisch und diesen Schlüsselbund. Da sind wohl auch einige abgebrochen, aber zwei, drei funktionieren da sicherlich noch. Und... Nee, sonst nichts weiter. Naja, soll ich weiter vorgehen oder möchte jemand anders? Also, ich habe, seitdem dieser Ogre tot ist, dieses Bild im Kopf von seinem abgetrennten Schädel, den wir auf einem Pfahl direkt vom Gefängnis aufstellen können. Was haltet ihr davon? Haben wir dafür Zeit? Ja, ich würde auch erstmal sagen, wir sollten erstmal die retten, die vielleicht gerade noch gefressen werden. Ach, Spaßverderber. Aber gut, verstehe ich. Naja, dann gehe ich mit Mira weiter vor, wenn niemand anders möchte. Ja, Diamantis hat währenddessen, während er gesprochen hat, war er schon fleißig dabei, seine Abalone neu zu laden. Und dann einige Augenblicke später, als ja neues Kiespulver im Lauf sich befindet und ein neuer Bolzen eingesetzt ist, auch hinterher. Also hier hinauf, wir sollten uns wieder, auch wenn das Silenzium nicht mehr, der stille Zauber nicht mehr wirkt, sollten wir uns auf Attack unterhalten. Wir wissen nicht, wo hier noch jemand lauert, um welche Ecke. Ihr könnt die Treppe nach oben gehen und seht dann vor euch einen langen Gang, der nach, ihr würdet meinen, sicherlich 20, 30 Schritt einmal abbiegt und einen weiteren langen Gang gibt. Ihr könnt Schritte hören, die weit entfernt sind, leise Unterhaltung und Wimmern aus der einen oder anderen Zelle, die dann links oder rechts abzweigt, unregelmäßig. Diese Räume oder mit Gitterzellen wahrscheinlich, haben die Sichtlöcher in Kopfhöhe oder haben die überhaupt Sichtlöcher? Die sind komplett mit Eisenstäben bzw. Eisenstabtür. Da kannst du komplett durchgucken. Also auch wenn du dran vorbeigehst, dann wird man dich draußen auf dem Gang sehen. Und ja, wenn du reinblickst in die ein oder andere Zelle, aus der dann das Wimmern dringt, siehst du Sklaven oder Mittelreicher, verschiedene Hautfarbe, Thulamiden, Seefahrer, bittergegerbtes Gesicht. Ja, verschiedenste Menschen, verschiedenste Herkunft, verschiedenstes Alter, Männer, Frauen. Aber Kinder siehst du hier nicht. Alles wohl irgendwie im Alter 17 und mehr. Aber vermutlich einfacher Herkunft, also keine Adligen etc. Also das kannst du ihnen jetzt so an der Kleidung nicht absehen. Dieses halt zerrissen. Du würdest auf Seefahrer schätzen. Na gut, Leute, hier ist wohl nichts mehr zu holen. Vielleicht auf dem Rückweg können wir befreien. Lass uns raus. Bitte. Psst. Wir sollten sie jetzt rauslassen, sonst werden sie uns verraten. Sperrt die Türen auf. Aber dann machen sie Krach und sie verraten uns so oder so wahrscheinlich. Wir sollen den Weg zurückfinden, den wir gegangen sind, zum Tunnel. Wir haben nichts getan. Das wissen wir. Seid still, sonst werden wir alle sterben. Ich wollte gerade sagen, ich möchte Menschenkenntnis würfeln, auf die wirklich nichts getan. Bei Zulamin geht es nicht darum, dass sie ihm glaubt. Es geht darum, dass der Mensch keinen Lärm macht. Ich habe 18 Erschwernis für dich schaffen. Auch dafür haben wir schnellere Methoden. Also hier ist ganz egal, ob die schuldig sind oder nicht. Die sind der Meinung, sie haben nichts getan. Die sind davon fest überzeugt, dass die nichts getan haben. Naja, also, die wirken ganz glaubwürdig. Diamantis, würdet ihr die eben die Türen öffnen und die da hinten zu der Tür, zu dem Gang führen, dann warten wir. Alles klar, gib mir den Schlüssel.
Ich reiche ihm den Schlüssel in der Hoffnung, dass die Schlüssel, die noch in Ordnung sind, auch tatsächlich die sind, die wir brauchen. Ja, es sind ja nur noch 2-3 Schlüssel, die du da benutzen kannst, aber die sind tatsächlich wohl in diesem Gang allesamt gleich. Also unterscheiden sich an den Zellen nicht. Das heißt, mit einem Schlüssel bekommt ihr dann, wenn ihr den richtigen rausgefunden habt, auch all die Zellentüren auf. Und dann seine Schlösser vom billigsten Anbieter machen lässt. Gut, dann dauert es erst einen Augenblick, bis Diamantast da alle drei Schlüssel vielleicht durchprobieren musste. Bis dann endlich ein Schlüssel im Schloss knackt und für die Gefangenen das erleichterndste Geräusch überhaupt zu hören ist, und zwar die Zellentür, die sich öffnet. Hab Dank. Gut, seid leise, es ist noch nicht vorbei. Links rum, den Gang, den wir gegangen sind. Einfach hinterher, dort findet ihr einen Tunnel. Da geht's raus, ihr werdet erwartet. Da geht's nicht raus. Der ist versperrt, Gondrik hat ihn versperrt. Jetzt nicht mehr. Wir sind durch ihn reingekommen, der Tunnel ist frei. Wenn ihr keine Zeit verliert. Und macht vielleicht keine plötzlichen Bewegungen. Und vor allen Dingen seid leise. Ja, verdammt nochmal, Schnauze halten, das ist das Wichtigste. Auf der anderen Seite kommen die dann alle raus und die schwarzen Köche setzen den erst auf paranoiderweise eine Armbrustbolzen zwischen die Rippen. Ich sehe es kommen. Da kommt einer, sind das unsere? Nee, ich glaube nicht, das schießt! Wir hätten vielleicht ein Zeichen abmachen sollen. Aber es wurde ja gesagt, dass ihr die Leute befreien wollt. Ja, und während ihr dann den einen oder anderen rausholt, könnt ihr sehen und hören, dass die Schritte näher kommen und dann zwei Fackeln um eine der Ecke biegen. Zwei Piraten bleiben da stehen. Hey, Rostak! Das ist nicht Rostak. Wer seid ihr denn? Sturmangriff. Würdet ihr mir glauben, wenn ich sage, dass wir uns verlaufen haben? Also Sturmangriff, in dem Moment, wo 18, die um die Ecke kommen... 18 Meter. Schafft er. Schaff ich. Ja. Ich schließe mich an. Zwei Sturmangriffe? Ja. Gut, ich bleib hier stehen, mir geht's gut. Ja, aufgrund der Säbel an der Seite und Fackel in der Hand. Wenn die keinen Schnellziehen haben, sind sie jetzt erledigt. Nee, mit Fackel kannst du ja parieren. Improvisierte, die haben bestimmt Hiebwaffen auf 4 oder so. Aber die haben improvisierte Waffen haben die. Ja, das macht aber nur, dass sie keine Abzüge kriegen. Die Frage ist, wie hoch haben sie Hiebwaffen? Dann fackeln sie Hiebwaffen. Das sind Piraten mit Raufen. Du kannst mit... Ja, also Hiebwaffen, ja doch, stimmt, Hiebwaffen, nicht Raufen. Stimmt, du hast recht. Sturmangriff. Los. Plus 8, 4 davon sind der Sturmangriff. Guter Einsatz für ein Schiff, oder? Ein bisschen früh, aber... Die ganze Welt ist egal, weil die schreien eh. Also, ob du den jetzt triffst oder nicht, ist wurscht. Ja, okay, dann nicht. Okay, dann kein Schicksalspunkt, dann kriegst du jetzt... Mit der Schulter vorne rein. Er kann nicht... Ja, okay, er kann mit der Fackel passierschlagen. Ja, dann bekommst du jetzt mit der Fackel 1 ins Gesicht. Ich glaube, es ist 1W6 plus 1 Feuerschaden. Trifft er nicht. Weil Passierschlagen erschwert um gegen 10. Erschwert um irgendwie 8, weil 4 für Kampfreflexe und... Blindkampf. Ja, okay. Ah, Blindkampf? Blindkampf macht die plus 10. Da sind nochmal 2 Punkte drauf. Genau. Perfekt, plus 2. Ja, ich bin auch schwerer zu treffen, wenn ich Blindkampf habe. Du stolperst über den Stein, fällst ihm fast in die Arme. Er versucht mit seiner Fackel, die brennt, noch dir zu schlagen. Kannst du drunter wegtauchen. Riechst dann wohl seinen Angstschweiß, der in seiner Lederkluft noch hängen geblieben ist. Stößt dich dann selber wieder so ein bisschen ab, sodass du auf Abstand zu ihm kommst und auf Säbelreichweite. Währenddessen kannst du sehen, wie der Kopf des anderen Piraten, Rafim, war für mal Schaden. Ja, warte. 22 plus Singler, ich glaube 30 diesmal. Ja. Das ist dein... Mein Pylos. Der Pylos. Ja, der Kopf des anderen Piraten wird mit einem wuchtigen Hieb vom Körper getrennt, der einfach nur nach unten sackt. Du kannst noch in diesen Augen die Überraschung erkennen. Ohne einen Schrei sackt der Rest dann zusammen, nur der andere lebt noch. Und der fängt jetzt auch an zu schreien. Hilfe! Ich möchte auf meine nächste Inni-Phase warten. Wie viel Inni hätten die gehabt? Hätte man einen Zauber vorschieben können?
mit den 12. Warum stehe ich auf der 20? Schuh, weg damit. Weg damit. Mit den 12, die ich habe. Piraten, ich muss gerade mal schauen, haben die noch irgendwelche anderen Werte? Werden wahrscheinlich sowas wie eine Ini von 15 haben, aber eine freie Aktion. Hilfe kann er immer machen. Und Zulamin ist mit dem Sturmangriff auf ihn zu. Das heißt, er kann jetzt seine Waffe ziehen. Er lässt die Fackel fallen, zieht seine Waffe und orientiert sich. Ich bin ja noch vor ihm dran, oder? Du darfst handeln, genau. Du bist auf Entfernung, so wie die anderen, 18 Schritt. Genau, ich würde jetzt auch wieder zu Lentium wirken, diesmal auf Zielobjekt und eine plus 3. Hat eine Entfernung von zweimal ZFW Schritt, also 14 Schritt. Ich müsste noch 14 Schritt mich bewegen, also 4 Schritt mich bewegen. Ja. Wenn jetzt 8 Schritt entfernt sind, das wäre meine halbe GS und dann würde ich für kurz Zauberer auf eine Aktion runterdrücken. Das wäre dann nochmal eine plus 5, plus 3, also insgesamt plus 6. Das ist sehr schwierig. 25.000 AP Kampfmagier. Also deswegen habe ich den 25.000 AP-Beschwörer gespielt, da brauche ich nur einen Zauber. Oh, wie unglücklich. Ja. Was hast du denn, Silenzium? Ich wollte gerne die 17 Silenzium schippen nochmal. Ich wollte die 17 noch schippen. Ja, dafür ist das eine gute Idee. Ist das die Pst-Variante oder ziehst du auf ihn? Ja. Ah. Es ist Schritt, Zielobjekt, wie gesagt. Und welche Zone ist sie unbeweglich diesmal eigentlich? Also es ist nicht die Pst-Variante. Nein, Zielobjekt heißt sie. Ich frage. Ja. Okay. Dann ist er zumindest ruhig und das Hilfe, also er schreit zumindest, er macht seinen Mund auf, aber es kommt kein Ton heraus. Hast du Glück gehabt. Initiative regelt. Möchte Diamantis noch was tun? Ja, Diamantis ist überzeugt davon, die haben das und er läuft einfach ganz entspannt hier weiter, schaut schon in die nächsten Zellen, was er aufschließen kann. Aufschließen, alles klar. Serpentilio möchte genervt mit den Augen rollen, wenn Mendarion ihn fragt, müssen die sich denn wirklich gegenseitig abstechen? Vielleicht könntet ihr auch mit ihnen reden. Stimmt, Mendarion ist auch noch da. Ja, aber der kämpft nicht. Serpentilio. Der wurde von der Notwendigkeit des Mordens noch nicht überzeugt. Und naja, Serpentilio hat Ini 12, bis der dran ist, ist alles schon geklärt. Ja. Damit könnt ihr auch den letzten Piraten dann relativ ohne weiteres Aufsehen in Borons Abgründe schicken. Verdient hat das sicherlich. Und damit liegen zwei tote Piratenkörper und hinter euch ein Schwarzoger in dem Südtrakt. Damit könntet ihr im Prinzip auch die restlichen Zellen aufschließen. Das wird dann auch einigerweise leise geregelt, bis ihr dann etwas mehr Rücksicht nehmen müsstet, denn vor euch liegt eine weitere große Gittertür, in der ihr viel Licht sehen könnt. Ein ekelhafter Gestank geht da hervor. Ihr seht durch die Gittertüren zwei große, gewaltige Schwarzoger, die sich dort bewegen und kochen in einem großen Topf. Und vier Piraten, die da stehen und sich leise unterhalten. Ja, dann würde ich mich jetzt hier halten, da wo Zulamin und ich eh stehen, also nicht hier rausgucken. Kommt her. Was ist es denn? Mendarion, geh weiter weg. Du nicht. Und, naja gut, dann gehe ich wieder nachher. Ah, ich hasse diesen Elfen. Magier, habt ihr irgendeinen genialen Plan? Weil mein Plan wäre, da reinzustürmen und sie alle umzubringen. Aber vielleicht habt ihr eine bessere Idee. Warum werft ihr nicht einen Feuerball voran? Nun, das würde sicherlich sehr Aufmerksamkeit erregen, nicht wahr? Nun, das Einzige, was ich euch anbieten kann, ist ein schreiender und qualvoller Tod. Für die, versteht sich. Nichtsdestotrotz, nicht das Subtilste. Nun, vielleicht sollten wir etwas Subtileres finden, das lautloser ist. Also ich sehe zwei große Gestalten. Ich würde vermuten, dass der Doger und mindestens zwei Piraten, aber könnten auch mehr sein. Wie wahrscheinlich ist es, wenn ich da jetzt einen Tlalux oder in Sphero-Variante reinwerfe, dass die einfach nur denken, der Oger hat gefurzt, bis sie dann umkippen. Ein Tlalux-Odem. Ja, denn der hat eine Sphero-Variante. Ja, das könnte so gut funktionieren. Du musst halt so rankommen, dass die dich nicht bemerken. Aktuell ist es halt dunkel, die Fackeln sind aus. Die sind auch nicht, also die sind nicht leise da drin. Die unterhalten sich halt, die kochen. Das ist schon eine Schleichenprobe. Die ist aber nicht schwer. Die würde ich dir erleichtern.
Ich könnte auf ihn ein Silenzium wirken, Zielobjekt, dann ist er leise, also unhörbar. Ich könnte einfach die Reichweite den Gang runter erhöhen. Das kannst du ja machen. Das ist eine coolere Idee, als da reinstürmen. 35 Schritt, ich bin auf 7, das heißt, ich muss zweimal vergrößern. Eine 10er Erschwernis, 4er Erleichterung. Die fallen dann mit einer Konsti-Probe um, oder wie? Ja. Da muss er aber halt Schmackes, da musst du aber richtig Schmackes haben, ne? Weil das sind nicht Schwarz-Oger. Sorry, und die Oger komme ich nicht ran, nur an die Dudes. Okay, gut, die Piraten. Also, ich meine, ich komme von der Reichweite her an die Oger dran, aber die fallen nicht um, die haben Konsti von 23. Mhm, genau. So, und ich kann ja auch nicht beschweren. Naja, Piraten wären dann weg. Aber mir kannst du gleichzeitig machen, dass es da Stille ist, dass die Oger nicht brüllen. Das könnte ich probieren, ja. Dann können wir auch ein Pandemonium reinwerfen. Mir egal, was du... Nee, das ist nicht richtig. Mir nicht egal, was du machst. Ich wollte es gerade noch sagen. Wenn es dir egal ist... Junge, guck mal in meine Tasche. In der Nähe, ihr müsst dann entsprechend schnell handeln. Ich denke nicht, dass die Oger sich von solchen billigen Taschenspielertricks beeindrucken lassen. Ja, sobald eure Zauber wirken, Sulamin, ich denke, ich den einen, du den anderen. Ich würde mir Zeit lassen, die Reichweite einmal erhöhen. Das wäre dann plus 5, minus 4, dann plus 1 Probe auf die Silenzium. Ja, wirkst du auf uns oder auf den Raum? Auf den Raum. Also, du hast den Zauber für dich erkannt, ne? Aber warte, du hast ihn nicht so hoch. Warte, wie lange zaubert der? Ich muss das ja mittimen, weil die werden wissen, dass irgendwas auf der Phase ist, irgendwas Phase ist, sobald es losgeht. Das sind zwei Aktionen, wie gesagt. Die Zauberdauer. Eine Kriegskunstprobe, um das abzutimen. Eine Taktik. Die Magie oder kann ich helfen? Du kannst meinetwegen kannst du helfen.